So, wir kommen zur letzten Zentralübungsaufgabe auf Blatt 5, was auch die letzte Zentralübungsaufgabe insgesamt ist. Das ist die am Physik ähnlichsten, das ist die Aufgabe, die der Physik noch am ähnlichsten ist, indem wir hier Lagrange-Funktionen und Hamilton-Funktionen betrachten und Variationsrechnungen betreiben. Wir haben hier ein aus der theoretischen Physik klassisches Problem gegeben. Wir haben zwei Metallringe im gleichen Abstand links und rechts vom Ursprung aufgestellt und haben jetzt die ganze Vorrichtung einmal in eine Seifenlaube getaucht und wieder hochgezogen und haben jetzt dadurch eine Seifenhaut erzeugt, die sich von einem Ring zum anderen spannt über die gesamten Kreise. Durch die Kreise haben wir schon mal erzeugt, dass es ein ganz rotationssymmetrisches Problem ist. Und jetzt sollen wir herausfinden, durch das Prinzip der minimalen Wirkung, beziehungsweise die Stationarität von Wirkungsfunktionalen, welche Funktion die Kurvenfunktion dieser Seifenhaut beschreibt. Denn Seifenhaut, die besitzt so eine Oberflächenspannung und wenn man die Oberfläche minimiert, minimiert man auch die Energie, die das ganze Gebilde braucht, um so zu existieren. Wir sollen uns jetzt die Aufgabe A plausibel machen, wieso dieses gegebene Funktional genau eine zu minimierende Rotationsfläche beschreibt. Der Ausdruck y von x, den kennen wir bis jetzt noch nicht. Wir wissen aus der Plausibilität, das wird so aussehen, aber y von x ist erst einmal eine allgemeine Funktion. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Eine wäre zum Beispiel von hier ein Richtungsvektor y von einem vom Ursprung bis zu einem beliebigen Punkt auf dieser Haut zu ziehen. Wir berücksichtigen, weil das Ganze rotationssymmetrisch ist, können wir das hier einfach zweidimensional an einer einzelnen, an einer Kurve, die einfach nur in R2 liegt, betrachten. Und den Vektor y stellen wir auf, indem wir einfach von der Breite her den Abstand x gehen und nach oben müssen wir dann natürlich, um je nachdem, wie diese Funktion aussieht, auf den Punkt y von x landen zum dazugehörigen Wert x. So, wenn wir jetzt einmal den Tangential bzw. die Ableitung nach x bilden, dann bekommen wir einen Tangentialvektor an diese Kurve, die von der Funktion y von x beschrieben wird. Das bedeutet, y wäre dann 1 und y' von x. Das bedeutet, wir bekommen ein Längenstück, das entlang dieser Kurve langläuft, indem wir den Betrag von diesem Ganzen hier bilden. Und dann wäre das entsprechend 1 plus y' von x zum Quadrat. So, was bringt uns das jetzt? Wir wissen, das Ganze ist rotationssymmetrisch. Das heißt, wenn wir uns hier irgendeinen Punkt aussuchen, dann ist das Ganze ja irgendein Kreis mit einem Radius r. Und der Umfang eines solchen Kreises ist gegeben durch 2π. Ja? Und wenn wir jetzt diesen Umfang haben, dann können wir, indem wir einfach ein Stückchen entlang der Kurve weitergehen, den nächsten Kreis bilden. Der hat dann einen etwas größeren Radius. Und dann, wenn wir das jetzt in vernünftig aufzeichnen dann, und nicht maßstabsgetreu, dann hat man hier seinen ersten Punkt, wo man seinen Radius r hatte, beziehungsweise wir gehen jetzt von der Mitte aus, haben einen Radius r. Das hier ist jetzt entlang unserer Kurve auf diesem blauen Stück dieser Vektor mit Breite 1 und y', das ist die Steigung von dem Ding. Und dann bekommen wir jetzt, wenn wir das Ganze hier rausrotieren und dann wieder hier runter, dann haben wir hier so einen dünnen Ring, der genau in dieser, genau auf dieser Seifenhaut liegt. Das bedeutet, unser Radius r ist natürlich unser Funktionswert y von x, der sagt uns natürlich, wie wir von der x-Achse nach oben gehen müssen oder einmal rundherum insgesamt. Das bedeutet, unser kleines Flächenstück, unser kleiner Flächenring, wenn wir den hier einmal so rumziehen würden, der wäre dann 2π
R und dieses kleinste Stückchen, das nennen wir mal dy. Oder nein, nennen wir es dx, wir laufen ja entlang der x-Richtung. So, wenn wir das einsetzen, haben wir gleich df, das ist dann 2pi, und das ist dann y von x mal Wurzel 1 plus y' von x. Und das Ganze müssen wir dann natürlich integrieren, von Anfang bis Ende. Und das ist in der Skizze jetzt auf dem Blatt nicht gegeben, aber die Werte, wo die Kreise liegen, kann man jetzt auf minus 1 und 1 zum Beispiel setzen. Und so kommt man dann auf das Funktional f von x, nicht f von x, f ist einfach nur 2pi, Integral von minus 1 bis 1, y von x mal 1 plus y' von x. Ich habe am Anfang gesagt, es sind zwei Wege, wie man da hinkommt, aber ich habe gerade gesehen, man muss zwei Gedanken mit reinschmeißen. Einmal den Gedanken mit diesem Kreis und einmal den mit der Bogenlänge eines Vektors, der entlang dieser Kurve geht. Und dann kommt man auf dieses Funktional. Und das möchte man jetzt minimieren. Das bedeutet, ihr wisst aus der Vorlesung, der Integrant hier ist dann eine Lagrange-Funktion und das Integral wird dazu mehr, wenn wir diesen Integranten in die Euler-Lagrange-Gleichung einsetzen, beziehungsweise diese daraus bilden und dann eine Lösung für diese Funktion y von x bestimmen, die das Ganze stationär werden lässt. So, wie können wir jetzt eine Lösung für y von x finden? Hier würde ich so vorgehen, dass wir erkennen, dass dieser Ausdruck hier nicht von x abhängt. Kurzer Transit zwischen Theo und Analysis. In Theo hat es meistens mit Problemen zu tun, die von Bahnpunkten abhängen. Ja, solche Argumente haben. Hier haben wir ein geometrisches Problem, das hängt also nur von einem Ort ab. Hier entspricht dann der Ort, was bei unserem anderen Problem immer der Zeit entspricht. Und entsprechend ist diese geometrische Kurve das dem, was wir in der Physik als Bahnkurven haben. Und dann sind hier die Ableitungen entsprechend, hier haben wir eine örtliche Ableitung, das ist eine Steigung, was bei uns dann in einem zeitbasierten Problem eine Geschwindigkeit ist. So. Jetzt damit im Hintergedanken, damit wir später Dinge richtig einsetzen. Dieser Ausdruck hängt nicht von x ab, deswegen entspricht das auf zeitbasierten Problemen einer Lagrange-Funktion, die nicht von der Zeit abhängt. Und wenn sie von der Zeit unabhängig ist, dann wissen wir, dass es eine Haltungsgröße gibt, nämlich die Hamilton-Funktion. Die ist nicht unbedingt immer gleich der Gesamtenergie, aber die Hamilton-Funktion ist eine Funktion, die in der Zeit lang konstant ist. Und die Hamilton-Funktion ist definiert als, markiere ich das einmal, die kriege ich noch dieselbe Tafel. Die Hamilton-Funktion, H, bilden wir dann über die, Ableitung, also y' von x mal die, ich schreibe es gleich hin, das ist dann in der Physik gewesen, x Punkt mal del L nach del x Punkt minus L. So, jetzt müssen wir x Punkt durch y' ersetzen und mehr müssen wir nicht ersetzen. Und erhalten dann y' mal delta y, del y' von L minus L. Und dann ist h gleich, wenn man jetzt diesen Ausdruck nach y' ableitet und das y von x konstant lässt, muss man natürlich mit den elementaren Ableitungsregeln nicht durcheinander kommen. Da ergibt sich dann y' von x mal y von x mal y' von x durch 1 plus y' von x zum Quadrat gewurzelt
minus, ja, diesen Ausdruck, der passt dann nicht mehr so ganz hin. So, und das Ganze ist, das ist konstant in der, nicht in der Zeit, aber in unserer Geometrie bezüglich x. Und das hier ist eine Differentialgleichung, denn das in dieser Gleichung steckt y und y' und das Ganze ist ja, gleich irgendeinem Wert 10. Jetzt können wir versuchen, das Ganze nach y von x zu lösen. Diese Hamilton-Funktion, die kann man noch vereinfacht schreiben, weil man kann, indem wir beides auf denselben Nenner bringen, das bedeutet, wir müssen diesen Ausdruck einmal erweitern mit dieser Wurzel. Und da die Wurzel hier schon oben steht, verschwindet dann einfach das Wurzelzeichen. Und dann kommen wir aus dem Ausdruck h ist gleich, da kann man erweitern und dann sieht man, da kürzen sich ein paar Terme und dann bleibt oben tatsächlich nur noch ein y von x stehen und unten bleibt der Nenner y' von x². Und das ist gleich einer Konstante c. So, das sieht schon wesentlich einfacher aus als das, was wir am Anfang aufgestellt haben. Und wenn man das kann man jetzt mit Trennung der Variablen tatsächlich lösen. Den y' ansetzen. Und dann kommt man auf das Integral 1 durch y mit c zum Quadrat minus 1. Das ist unser dy-Integral. Und wegen Teilung der Variable haben wir dieses dx auf die andere Seite gebracht. Und wenn man sich zurückerinnert, dieses Integral, das kennen wir bereits, das ist die Ableitung der Arcus-Cosinus-Hyperbolicus-Funktion, wenn man sich das mit Ableitung der Umkehrfunktion wiederherleitet. Das bedeutet c mal Arcus Cosinus Hyperbolicus von y durch c plus eine Konstante d. Hier füllen wir nämlich noch ein unbestimmtes Integral aus, weil wir das flexibel lassen wollen. Das kommt hier auf x. Und das Ganze lösen wir dann nach y von x auf. Und dann kommen wir auf den Wert, beziehungsweise darauf, dass y von x durch c, das ist dann eine Konstante, mal Cosinus Hyperbolicus von x minus d, und das auch wieder durch c ist. Das bedeutet, diese Funktion, die wir aufgemalt haben, diese Seifenhaut verhält sich wie eine Cosinus-Hyperbolicus-Funktion, wird also in der Mitte am dünnsten und rennt dann hin wieder bis zum Radius dieser Kreise aufgeweitet. Und diese Funktion scheint die Gesamtfläche, die dieser rotationssymmetrische oder diese rotationssymmetrische Fläche anzunehmen scheint, das scheint diese Fläche zu minimieren. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel für eine sehr exakt lösbare Differentialgleichung, die man auch mit analytischen Funktionen beschreiben kann. Es gibt Beispiele, da geht das nicht so schön, aber dazu kommt man im späteren Studienverlauf. So, das war's mit der Zentralübung zum Ferienkurs für Analysis 2. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Vorbereiten auf die Klausur und ja. Viel Spaß!